Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden heute mal wieder eine Runde spielen. Denn ich habe heute mal Lust dazu. Anstatt immer so viel Garry's Mod. Aber ich muss schon sagen, Garry's Mod macht echt viel Spaß. Und da werde ich auch demnächst weitere Videos machen. Was haben wir denn hier alles? Eine Gatling Gun. Aber klar. Hier, bitte. Ja, okay, ich glaube, wir verschießen erstmal hier ein bisschen die Raketenmunition. Bisschen schwer durch die Deckung hier zu sehen. Oh je. Warum? Da bist du. Und da. So, dann nehmen wir uns doch mal die Gatling Gun. Oh ja. Hier war doch irgendwas mit F. Na okay, dann nicht. Oh, ich liebe die Gatling Gun. Oh. Und Shotgun Time. Uiuiui. Ui, ui. Oh, was ist das denn? Silver Eagle. War das schon offen oder hat sie das jetzt einfach geöffnet? Ah. Wow. Was haben wir hier gehabt? Oh, Maschinengewehr. Na gut, das können wir jetzt erstmal vorerst mitnehmen. Nun gut, ich habe euch noch eine Sache zu erzählen. Das mit meinem Projekt mit Adaption LP wird noch ein bisschen dauern, weil dort einige noch was zu tun haben. Und ich glaube, wir fangen frühestens damit in einer oder zwei, ich glaube in 2 Wochen an. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt. Wir haben uns ein gutes Spiel rausgesucht. Ist zwar schon etwas älter, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich denke, wir werden eine Menge Spaß haben und ihr dann beim Zuschauen natürlich auch. Oh, was haben wir denn hier? Nicht möglich. Okay, im Kampf können wir das nicht machen. Komm mal her. So. Ja, immer noch jemand da. So. Jetzt. Kriegst du das geknackt? Das wird nicht lange dauern. Ah, da haben wir sowas dahinter. So. Das brauchen wir auf jeden Fall. Wow. So viel Munition. Oh ja. Besser. Oh, was? Nein. Oh. Ach. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die nehmen kann. Mann. Nehmen wir uns doch mal einen Karabiner. Haben wir genug Munition hier liegen? Oh, was haben wir denn hier? Eine Panzerfaust. Ah, ich glaube, die haben wir schon etwas aufgenommen. Komm, wir nehmen mal ein bisschen Abwechslung in das Spiel rein hier. Was haben wir hier? Na dann, schon dabei. Medizin Kits, aber die haben wir doch. Wir haben genug. Oh. Die ist auf jeden Fall sehr cool, die Waffe. Muss ich sagen, gefällt mir. Ich hoffe, dass heute nicht wieder so ein doofer Fehler kommt, dass der Ton einfach mal wieder asynchron zum Spiel ist. Ich werde halt auch nicht so lange spielen. Vielleicht liegt es daran, dass der Laptop ein bisschen überhitzt ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich jetzt einfach etwas weniger Parts aufnehmen und dafür etwas öfter. Ja. So. Kannst du nicht ohne Schlüssel öffnen? Hm. Hast du einen Schlüssel? Nein? Ja, wo finden wir denn einen Schlüssel hier? Schlüssel. Ach, wir hätten vielleicht den Audiolog abspielen sollen. Ich glaube, das werde ich jetzt einfach mal machen. Ja, wo kann man das denn machen? Hier muss es doch irgendwo ein Menü geben, oder? Ah.
Keine Ahnung, was ich jetzt gedrückt habe. Auf jeden Fall bin ich irgendwo drauf gekommen. Ah, hier können wir uns das auch aussuchen. Aha. Bei Zerfall. Aha. 70. Also ich muss sagen, dass mir das eigentlich ziemlich gut gefällt. Objekt ausrüsten. Ah, wir können uns auch mehrere ausrüsten. Aha. Du wirst schwerer jetzt in den 70%. Können wir das jetzt nochmal ausrüsten? Das verstehe ich jetzt nicht. Sekutieren beim Landen von einer Skill. Oh, das ist auch cool. Alle Waffen um 50%. Na, das nehmen wir doch. Zielen, das nutzen wir ja gar nicht. Also brauchen wir das schon überhaupt nicht reinnehmen. Ja, wird die Gobel. Okay. In der Nähe zurückgestoßen. Das hört sich doch auch gut an. Spröde Haut. Okay, das setzt sich. Ich bin gleich fertig. Machen kurz Roundbar. Wird deine Waffe nachgeladen? Mal 2 Schaden. Okay, nee, das hört sich doch auch so gut, auch gut an. So, Waffen. Oh, hier kann man ja eine Menge einstellen. Hier kann man echt eine Menge einstellen. Ich will eigentlich nur den Audiolog jetzt finden. Müsste der das sein, oder? War das nicht so ein alter Opa? Ja, der hier. Wo ist er denn hin? Der hier. Okay. Ich werde einfach mal das abspielen. Vielleicht kannst du uns helfen. Das ganze Oberste. Es gibt den Job und es gibt das Leben. Ich werde dafür bezahlt, dass ich die gottverdammten Vox hasse. Und ich nehme das Geld. Aber was schadet's, mit Fitzroys Leuten einen zu heben? Ich muss aber einen zu viel erwischt haben. Ich habe nämlich den Schlüssel für die Beweismittelverwahrung an den Barkeeper verloren. Wenn das rauskommt. Wenn das rauskommt. An den Barkeeper. Das heißt, hier muss irgendwo eine Bar sein. Ja, Also hier sind wir auf jeden Fall schon mal falsch. Hier ist das Büro. Was ist das? Ist das die Bar? Nein. Das ist eigentlich ein Munitionsdepot. Ich muss sagen, ich bin ja jetzt nicht so ein Fan von... Mensch, geh doch mal aus dem Weg hier. Ich bin hier nicht so ein Fan vom Suchen, aber... Besonders nicht, wenn ich hier irgendwas Bestimmtes suchen soll und das nicht da ist. Nimm die Gatling Gun. Oh, wir können uns wieder eine Gatling Gun nehmen. Ja, dann nehmen wir die doch mit. Hier geht's noch runter. Ich hoffe, hier sind wir nicht gekommen. Oder doch? Oh, nein, hier sind wir nicht gekommen. Elizabeth ist beschäftigt. Hallo, wo bist du denn beschäftigt? Da sind sie, die Geräte. Jetzt müssen wir sie zur Vox schaffen. Dann kriegen wir unser Luftschiff. Okay. Du musst ein Schloss knacken. Ich probier's mal. Fertig. Okay, das heißt, wir müssen hier lang. Wem hilft es wirklich, wenn wir der Vox Populi Waffen besorgen? Es wird uns helfen. Daisy kann all das ändern, oder? Die Lage der Menschen hier verbessern. Klar. Also wenn wir mit eine Bar finden, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal wieder hochgehen. Denn mich würde schon interessieren, was jetzt in der Kiste drin ist. Oh, was ist denn hier passiert? The Founders would bleed. Sieht auf jeden Fall schon mal schick aus. Aber wir können das unmöglich alles zur Werkstatt schleppen. Mist, das haben wir natürlich nicht bedacht. Wir brauchen den Schlüssel. Mehr Geld. Ich sag. Ups. Mann, das kam jetzt aber echt unerwartet. Tja. Können wir irgendwie Licht anschalten? Ich sehe hier gar nichts. Was ist das? Oh. Es sieht aus wie ein Riss.
zu einer anderen Version dieses Raums ohne Geräte drin. Tja, wenn die Geräte nicht dort sind, dann müssen sie in der Werkstatt sein. Booker, wenn wir diesen Riss betreten, ich glaube, dann gibt es kein Zurück. Das hast du vorher auch schon mal gesagt. Ja, natürlich. Hä? Mach. Mach. Tja, das hat irgendwas bewirkt. Und es sah sehr cool aus. Wieder zu diesem Schmied und bring's zu Ende. Ich möchte schnellstmöglich auf dieses Luftschiff und weg von hier. Booker, wenn die Vox ihre Waffen hat, gibt es eine Revolution wie in Les Miserables. Dann haben die Menschen ein besseres Leben. Ja. Ja, ein besseres. Oh. Eine Burst Gun, das erinnert mich doch stark mal an Halo. Deswegen habe ich die jetzt auch mitgenommen. Weil ich bin ein absoluter Halo-Fan. Und alles, was 3 Schuss hat, kommt mit mir mit. Wow. Ach so, das waren, glaube ich, die Leute, die wir getötet haben. Abends haben sie sich oft heftig gestritten, Lady Comstock und der Prophet. Ich konnte aber von meiner Schlafnische aus nie verstehen, worum es ging. Nach dem schlimmsten Krach ist sie nicht zum Morgengebet gegangen. Da habe ich mich zu ihr raufgeschlichen, um nach ihr zu sehen. Und wie eine Närrin blieb ich zu lange. Als ich im Comstock-Haus anfing, rief man mich Küchenmagd. Als ich von dort flüchtete... Spürst du es? Daisy hat diese Menschen erreicht. Man kann etwas ändern und wir können unseren Beitrag leisten. Ich will keinen Beitrag leisten. Sobald wir bei dem Luftschiff sind, sind wir hier weg. Was liegt denn dort? Was ist das? Okay. Oh, da liegt auch nochmal sowas. Dann gehen wir doch mal da rein und gucken nach. Jo. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich mache hier einfach mal einen Schnitt. Und nehme einfach mal noch die nächste Episode gleich mal auf. Ich hoffe, der Ton wird dann nicht verzerrt werden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Reingehauen.